Right here. Get it done with. We are done. We are live now, my dear. Seriously? Yeah, Oh, bloody. I can't believe you're getting me to speak German. wirst du Deutsch reden, meine Liebe, weil dein Deutsch ist super. Mega. Ja, jetzt wieder. Ich weiß, deine Beiträge sind immer in Englisch, aber wenn du in Deutsch kommentierst, ist es genauso top. Von dem her, das passt. Du Ja, kannst. deswegen bin ich auf LinkedIn, nicht auf Xing. Du kannst beides haben, meine Liebe. Du kannst beides haben. Okay. Liebe Natalie, ich bin so froh, dass du hier bist. Endlich bist du hier mit mir. Wahnsinn. Wahnsinn, gell? Liebe Genau. Community. 30 Minuten haben wir heute mit Natalie. Unsere Reise heißt ja Qualidigma. Heute geht es um Thema Leadership. Wie kriegen wir das hin, auch mit Qualität zusammen? Da sind keine, wie soll ich das sagen, keine Themen, die parallele Wege gehen, sondern die passen auf jeden Fall. Und deshalb ist Natalie hier. Wir wollen eine Menge von dir wissen, liebe Natalie. Ja, schau mal, wer schon wach ist. Hi, Florian. Florian Volkert. Guten Morgen. Aus München. Oh, toll. Hey, Graziana. Ja, Juhu. toll, 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 dass ihr da seid. Toll. Hast du deinen Kaffee da, Graziana? Bestimmt in so eine Afrika-Taste drin, gell? Ja. Genau, hast du das gesehen? Und sie kann auch Swahili, habe ich Oh ja gehört. ja. Ja, Ja, das war Wahnsinn. wirklich klasse. Das war wirklich klasse. Liebe Ja. Community, Natalie, magst du dich kurz vorstellen? Dann hören wir gerne deine Lieblingsmusik, eine Sehr coole gerne. Musik. Okay. Sehr gerne. Also ich bin Nathalie Schrogel. Also ich merke gerade, dass ich meinen Nachnamen irgendwie vergessen habe beim Einloggen, ne? Aber man sieht es ja auch auf LinkedIn. Und ich bin seit 14 Jahren in Deutschland, also September, seit 14 Jahren in Deutschland. Leite eine Bankfiliale in München und meine Themen sind unter anderem Leadership, bin für das strategisches Wachstum der Filiale zuständig, das Risikomanagement und Vertrieb natürlich und für die Qualität der Service- und Dienstleistungen unserer Filiale zuständig. Wow, besser hätte ich nicht treffen können. Genau. Wow, wunderbar, wunderbar. Hey, ich frage dich, wir nennen es nur unterschiedlich, aber ich merke kein Wunder, verstehen wir uns immer so schnell. Es geht um Qualität, gell? Ich muss Okay. einfach, ich habe meinem Mann gesagt, alles, was ich sage, ich muss einfach nur mit dem Wort Qualität enden. Ne? Die Sätze, die müssen mit Qualität enden und Susan ist glücklich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Graziana sagt natürlich mit Kaffee. Genau. Sie macht es richtig. Ja, sehr schön, sehr schön. Liebe Natalie, ich bin so froh, dass du hier bist. Ich hab das schon gesagt. Und ja, Qualität ist wichtig. Und wir müssen es auch tun. Und deshalb sind wir hier, damit wir einfach aus unterschiedlichen Ansichten hören, was es bedeutet, Genau. Qualität, genau, zu leben. Und jetzt ist Andreas auch da. Zeit für unsere Oh, Musik. Habari ja sowohl auch auf Swahili, Wahnsinn. Tanja ist auch da. Und Oh, Alexandra. Alexander, guten Morgen. Wow. Warm-up vielleicht? Yes, oh yes, I need Oh it. yes, oh yes. I definitely need Okay. it. Let's go. Let me see, just a minute. Can I get some soul clap? Are you getting it? We will never have a change of mind. We belong together. We will never be the worried kind. We sing our sorrows away. We sing our sorrows away. Anybody here speak? Hast du gehört? Weil ich habe keine Reaktion gesehen. Ja, doch. Ah, cool. Dann machen Ah, wir weiter. ja, sorry. In English.
We go back now, we go back now, we go back now. We go back now, we go back now, we go back now. Turn up for Africa! Tanzania in the building! Tutakate, tutakate sisi tama. Pamoja tunaweza. Tutacha, tutacha sisi ushuja. We sing our sorrows away. Tuimbe our sorrows away. Hey, hey. Oh, turn up for Africa! Cooles Lied, Wahnsinn, cooles Lied. Ja, ja. Entschuldige. Was bedeutet das Lied für dich? Das Lied, also die Entstehung des Liedes begeistert mich sehr, weil da sind 6 verschiedene Länder, 6 verschiedene Sprachen und Kulturen, die zusammenkommen und einfach so was Grandioses zusammen erstellen. Ne? Und für mich einfach mal aus Sicht des Leadership, das ist einfach Leadership, aus kleinen Puzzleteilen das große ganze Bild einfach mal entstehen zu lassen. Und deswegen finde ich einfach das Lied mega. Das ist mega, das ist mega. Vielen, vielen Dank. Kannte ich vorher nicht. Das hast du ganz top erklärt. Das ist wirklich mega. Wenn wir uns darauf einlassen, gell? Genau, ganz genau, ganz genau. Liebe Leute, wir gehen gleich zu unseren 3 Punkten. Aber das Lied ist mega. Unbedingt googeln oder checken. Das ist wirklich super. Hi, Lidi Paul. Oh, ja. Guten Morgen, Lidi. Himmet ist da und... Andrea sagt, I like it. Habe ich doch gesagt, du wirst es lieben. Und ja, guck mal, Lidi Paul sagt, die Sängerin sieht dir ähnlich. Aber vielleicht ist es meine Schwester und ich habe keine Ahnung davon. Ja. Wir sind alle verwandt, weißt du? Irgendwie schon, ja. Das weiß man nie. Also, nur noch 3 Kommentare, dann können wir reinspringen. Toller Song, siehst du? Und Kai ist auch da. Und Good morning, Kai. Good morning. Und Jens, hi. Ah ja, hey, ich glaube, wir können schon Feierabend machen. Genau. Wunderbar. Liebe Leute, Nathalie ist hier mit mir. Es geht um Qualidigma. Wir sagen immer, es gibt Qualität braucht einen Paradigmenwechsel, weil Qualität ist nicht Papier, Papier ist nicht Qualität. Was bedeutet das jetzt aus Sicht von Leadership? Wie immer die 3 Punkte. Wie brechen wir die Unternehmensziele so herunter, dass jeder sich dazu beiträgt? Dann Wissen und Leadership. Was ist das aktuelle, das relevante Wissen aus Sicht von Leadership? Und zum Schluss noch 3 Tipps aus Sicht von Leadership, damit jeder sich für Qualität verantwortlich fühlt. Genau, das sind unsere Themen. Und zum Schluss gibt etwas zu gewinnen, nämlich 1 Stunde mit Nathalie. Sie erzählt noch etwas kurz drüber, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Sie ist eine Profi. Also zum Gewinn erzähle ich einfach mal zum Schluss was. Ja. Und ich würde einfach mal dadurch, dass wir echt nicht so viel Zeit haben, würde einfach mal reinspringen in den Themen. Genau. Sehr gerne. So deine erste Frage. Wie werden die Ziele so heruntergebrochen, ne, dass sie einfach für jeden verständlich sind und greifbar sind? Ne? Ja. Zu dem Thema finde ich es immer wichtig, sich einfach mal bewusst zu werden, was für eine Kommunikationskultur gibt es in dem Unternehmen. Ne? Mhm. Weil die Kommunikationskultur erlaubt uns, unseren Mitarbeiter nicht nur noch den Roadmap zu geben, sondern wirklich sie auch mit auf die Reise zu nehmen. Ne? Und da gilt es auch noch dazu, ich finde es immer wieder elegant, direkt von dem Leitbild einfach mal zu starten. Ne? Erstmal die Frage zu klären, verstehen meine Mitarbeiter, verstehen meine Abteilungen, die Bereiche, was hinter dem Leitbild steht. Erstmal das zu klären.
So, nachdem das geklärt ist, man geht immer den Schritt weiter, des Unternehmens, also das Verständnis fürs Unternehmensziel irgendwie zu verschaffen. Ne? Und ich finde es immer fair, dem Mitarbeiter gegenüber da einfach ein bisschen transparenter zu erklären, der Vorgehensweise zu erklären. Ne? Wie sind wir aufs Ziel XY gekommen? Was haben wir uns dabei gedacht? Warum ist dieses Ziel wichtig fürs Unternehmen? Ne? Also da bist du immer noch sehr global, das Unternehmens, also das Verständnis fürs Ziel erstmal zu schaffen. Und wenn dir das gelingt, also je nach was für eine Kommunikationskultur hast du im Unternehmen, ne, dann geht es natürlich den Schritt weiter für die jeweiligen Bereiche, Abteilungen, sogar auch für die individuellen Mitarbeiter. Was bedeutet dieses Ziel für mich als Person? So, muss ich das Ziel gegebenenfalls anpassen, dass es in meiner Abteilung umsetzbar ist? Ne? Weil wir haben natürlich Ziele, die wir nicht eins zu eins übernehmen können, wie die einfach mal vom Top-Management kommuniziert werden. Ne? Und die müssen ja natürlich einfach ein bisschen, also angepasst, also ganz geringfügig hin und her angepasst, dass sie einfach für die jeweiligen Abteilungen, Bereiche umsetzbar sind. Wow. Wenn du das schon mal geschafft hast, dann schaffst du auch noch den weiteren Schritt, den einzelnen Mitarbeiter abzuholen, ne? Um dahin zu gehen, was heißt das für dich, liebe Susan? Was heißt das Ziel für dich, Susan? Ne? Weil wenn du verstehst, den Anteil oder was du beiträgst zu dem gesamten Bild, erst dann bist du auch bereit, mehr zu geben. Ne? Und dir gilt es ja auch, Smart-Ziele mit jedem individuellen Mitarbeiter zu vereinbaren. Und wenn die Mitarbeiter wissen, wofür die irgendwas machen, dann sind sie motivierter. Und ich habe noch nie einen motivierten Mitarbeiter erlebt, der nicht produktiv ist. Wenn sie produktiv sind, die liefern Qualität, oder? Ganz genau. Sie liefern Ergebnisse und Qualität und sind nicht nur anwesend, sondern sie liefern was. Genau. Ja. Und, so kann man es einfach, also so sehe ich das Thema sehr global halt, also auf der globalen Ebene. Ja? Wie kann ich die Ziele wirklich so herunterbrechen, dass jeder weiß, was zu tun ist und was gemacht werden muss. Ja? Aber der Erfolg davon hängt sehr davon ab, wie die Kommunikationskultur in einem Unternehmen ist und wie präsent die Themen auch gehalten werden. Ne? Man kann sich das so wie Jonglagebälle vorstellen. Die müssen wirklich immer permanent in der Luft gehalten werden. Ne? Ja. Oh, wow. Wahnsinn. Leute, habt ihr Fragen, Ergänzungen? Also ich finde Leitbild wirklich ein gutes Thema. Meistens machen wir Leitbild, publizieren das im Internet und keiner weiß, worum es geht. Genau. Und das ist sehr traurig, weil aus irgendeinem Grund haben wir ja das Leitbild. Und du sagst so, also ich nehme die Stichworte damit, Reise, es ist eine Reise. Und man muss es warm halten, man muss eben kommunizieren immer wieder und auch Mitarbeiter nicht alles definieren bis zum Schluss, sondern nur warum und was, genau. Und das Wie, das kann auch der Mitarbeiter selbst, dann ist er motiviert. Richtig. Sehr schön, sehr schön. Lehn dich mal zurück, ich sehe hier super Kommentare. Also, Lili Pohl sagt, großartig, wie leicht und gut du erklären kannst, es macht Spaß. Ja, danke. Tanja sagt, genial. Und Kai, Verständnis für das Unternehmensleitbild und Ziele. Und was bedeutet das Ziel für den einzelnen Mitarbeiter? Absolut, absolut. Graziana sagt, wenn ich als Mitarbeiter die Werte oder das Leitbild des Unternehmens nicht kenne, werde ich die Ziele nicht verstehen und schon gar nicht unterstützen. Verständnis und Transparenz schaffen ist der Schlüssel. Absolut, absolut. Du kannst ruhig ergänzen. Florian stimmt dir zu und danke, Florian. Ja. Du erklärst das hammermäßig glasklar. Also Wahnsinn. Und ich auf Deutsch das auch noch um 7 Uhr in der Früh. Wahnsinn. Wie lange bist du schon in Deutschland? Hast du das gesagt? 14 Jahre. Seit 14 Jahren. Unbedingt dranbleiben. Es gibt was zu gewinnen, wenn du das hammermäßig findest, Andreas, Kai, Dirk. Einfach mitmachen, am Ende gibt es etwas zu gewinnen. Wahnsinn. Wunderbar. Ah, ich schaue auf die Zeit und sage, deshalb springen wir mal auf unseren zweiten Punkt.
Wissen und Leadership, was ist das für dich? Aktuelles Wissen, relevantes Wissen, aktuelles unrelevantes Wissen natürlich. Also da bin ich wirklich auch auf das Thema die Kommunikation von den Unternehmenszielen geblieben. Und was für mich immer aktuell und relevant sein wird, egal wann, welches Jahr, Jahrzehnte wir uns befinden, ist einfach mal also ein paar Management-Instrumente, die uns helfen, Menschen hinsichtlich Qualität und Ziele zu führen. Ne? Und was ich persönlich sehr toll finde, sind die Zielvereinbarungsgespräche, weil da mache ich mein Expectations Management. Weil ich sage es immer wieder, ich kann nie von meinen Leuten das erwarten, was sie nicht mal weiß, was ich noch nicht definiert habe. So innerhalb der Zielvereinbarungsgespräche, da definiere ich ganz klar, was erwarte ich von jedem Einzelnen von meinen Leuten. Und das Weitere, besprechen wir die Maßnahmen, na, und gegebenenfalls der Mitarbeiter ergänzt auch aus seiner Sicht, wie er vorangehen will. Na, und um ihm einfach mal das Gefühl zu geben, hey, du gestaltest mit. Deine Stimme zählt ja auch für mich. Ja. Und dazu auch noch das Ergebnis, was erwarten wir oder welches Ziel erhoffen wir uns, wenn die Maßnahmen genauso umgesetzt werden. Na? Also ich finde es einfach immer wichtig, bevor wir überhaupt loslegen, dass wir einfach mal uns die Zeit nehmen, mit unseren Leuten wirklich uns hinzusetzen und die Ziele nochmal konkret und deutlich zu klären und zu definieren. Ja. Dann wow. Man kann ja auch noch Werkzeuge wie das Feedback-Gespräch noch mit irgendwann mal mit einbauen, um die Qualität zu kontrollieren oder halt zu überprüfen. So. Sehr schön! Hey. Ja. Du hast also, dir wirklich vorgenommen, immer Qualität zu sagen. Das Wort muss dabei sein, ne? Dann bist du ja glücklich, oder? Aber darum geht es ja. Das ist eben, was bedeutet für uns Qualität und wie überprüfen wir überhaupt das, was wir gesagt haben, wir tun. Sonst ist es nur, wie heißt es, Maßnahmenwirtschaft und das wollen wir auch nicht. Genau. Und das natürlich hilft uns in Bezug auf die Zusammenarbeit, das Performance Management halt und einfach mal die Entwicklung. Wie entwickeln wir uns? Ja. Was ich immer wieder ganz wichtig beim Feedback finde, dass wir immer wieder in der Mieterebene bleiben, ne? Weil wir bewerten natürlich die Sache und nicht die Person in dem Moment. Klar, der Mitarbeiter wird innerhalb der Mitarbeitergespräche bewertet, aber in dem Moment geht es um die Sache. Nach dem Motto, hard on the topic, but soft on the person. Also da, es ist nicht leicht, das weiß ich. Aber da muss man uns immer wieder daran erinnern, echt immer in der Mieterebene mit der Mitarbeiter zu gehen. Ne? Auf jeden Fall. Auch aus Sicht von QM sagen wir immer, es geht um die Sache. Genau. Es muss so sein. Und dann tragen sie auch dazu bei. Sie wissen, es geht nicht um dich persönlich, es geht nicht um, ja, deshalb sollen sie auch Fehler melden, weil es geht nicht um dich persönlich und du brauchst keine Angst haben und deine Stelle, sondern es geht um das Große und Ganze, um die Firma. Richtig. Wunderbar. We are together on that one. Very good. Und ich stelle fest, eben aktuell und relevantes Wissen, je nachdem, in welcher Branche, natürlich ist das wichtig, aber die Frage ist, bist du wachsam, wie du auch sagst, und kriegst du das hin, dass die Leute wissen, wie sie dazu beitragen. Also das ist wirklich das A und O, ja. Genau. Ja. Weil alles andere Marktwissen, das kriegen sie selbst auch hin, gell? Richtig. Ganz genau, aber du bleibst immer noch in der Vogelperspektive, du bleibst immer in der Adlerebene, um einfach mal die verschiedenen Patterns, die unsere Leute nicht im ersten Instant sehen, einfach mal zusammenzuhalten. Ne? Ja, genau. Sehr schön. Und was ich auch noch, ach Gott, ich brenne dafür, das Thema individuelle Führung der Mitarbeiter, weißt du? Also uns muss einfach sowas von klar werden, das Gießkannenprinzip funktioniert einfach nicht. Weißt du? Und jeder Mitarbeiter verdient hat, individuell nach seinen Bedürfnissen und nach seinen Stärken und Entwicklungsfeldern geführt zu werden. Ne? Weil nur wenn du das schaffst, dann weißt du ganz genau, was deine Leute können. Und wenn ich weiß, was meine Leute können, dann setze ich sie auch in den richtigen Positionen ein. Weißt du? Und wenn die richtigen Leute in der richtigen Position sieht, dann ich sorge für die Zielerreichung und für Qualität. Sehr gut. Wahnsinn. Qualität raushauen überall. Ja, lehn dich mal zurück. Die Leute sind begeistert. Schau, das finde ich beeindruckend, sagt Andreas, wie du die deutsche Sprache gelernt hast. Das Lob gilt auch für Susanne.
Vielen Dank, vielen Dank. Das gehört dazu. Also Integration fängt mit uns selbst, gell? Du, Susan, ich kann echt nur sagen, die deutsche Sprache ist eine Pandoras Kiste. Also ich hab Tage, wo ich das Gefühl habe, ich beherrsche die Sprache. Und manche Tage denke ich mir, ach du Scheiße, Entschuldigung, aber oh Gott, was sage ich ja jetzt, weißt du? Ich nicht Deutsch, sagst du einfach. Ich nicht Deutsch, dann geht's weiter. Oh, ich habe die Momente, also es gibt Momente, wo ich absolut gar kein Deutsch kann. Die sind toll, gell? Da bin ich Kenianer, total, durch und durch. Ich verstehe dich. Schau mal, was Lady Paul sagt. Stevie Conway in... Unser Lieblingsbuch, Lady Paul, gell? Oh. Ja, sie hat recht. Du brennst für Leadership. Und Jens sagt, Leadership beginnt an der Spitze der Unternehmensspitze. Wenn jeder einzelne Mitarbeiter als Partner gesehen wird, entsteht Verständnis und daraus Qualität. Oh ja. Oh ja. Korrekt, ganz stimmt. Genau, ganz genau. Ja. Kai sagt, wow. Thank you, wow. Kai. Wow. Thank you. Gesunde Fehlerkultur ist alles, ja. Ja. So. Oh ja, unbedingt. Aber wir müssen auch noch den Raum dafür schaffen, ne, dass unsere Mitarbeiter Fehler machen können. Oh ja. Okay. Oh ja, aber dazu gehört, dass auch du als Leaderin auch Fehler machst und dazu stehst und darüber redest. Dann sehen sie auch, die Chefin mag es. Ganz genau, aber nicht zu viel. Ja, Alexander sagt wunderbar, sehr informativ. Und Nathalie so klein in ihren Aussage und wir sind so sympathisch. Dankeschön, danke. Genau. Und noch ergänzend zu der individuellen Führung, das Thema Perspektivenwechsel, das hilft uns sehr. Also in dem Moment, wir schaffen uns in die Schuhe von unserem Mitarbeiter hineinzuversetzen, dann lernen wir ihren Painpoints kennen. Und nur so können wir auch die Unterstützung anbieten, die sie brauchen, um ihren Job wirklich zu 100% zu machen. Ne? Ja, da hast du recht. Total. Ja. Total, in ihren Schuhen. Das sagte auch meine Zwillingsschwester Ellen. Oder die Michaela, die sagte auch Rollentausch. Das hilft eine Menge. Ja, oh, Rollentausch. Oh, ja. Ja, genau. Also, hey, wir sind gut in der Zeit. Wir sind leistungsstark einfach. Hey, bist du wirklich aus Kenia? Frage ich mich manchmal. Nee, wir sind assimiliert einfach, weißt du? Wir haben nicht immer integriert, sondern wir sind einfach assimiliert. Ja, meine Liebe. Unser Ziel von Qualidigma oder von dieser Reise ist es, endlich hinzubekommen, dass jeder für Qualität zuständig ist oder fühlt oder das auch wahrnimmt, weil so vermeiden wir auch versteckte Kosten. Silo-Denken abbauen. Was hast du für uns? 3 Tipps aus Sicht Leadership. Ich finde, also was ich immer wieder ganz wichtig finde, ist das Thema Sichtbarkeit in der Führung. Je mehr sichtbar ich bin, desto mehr Orientierung gebe ich meinen Leuten. Wow. Dann wissen die ganz genau, woran es geht oder halt wie die Reise geht. Die sehen mich, wie mache ich meine Arbeit, wie tue ich, dann bin ich ja auch eine Art von Vorbild für mein Team. Ja. Und das Thema Nahbarkeit, also ich spreche auch sehr viel über das Thema, aber leider oder zum Glück auf Englisch, auf meiner LinkedIn-Seite. Und ich finde es immer wieder wichtig, uns von unserer menschlichen Seite zu zeigen. Ne? Und nur so können wir echt unseren Mitarbeitern das Gefühl geben, dass sie gehört werden, dass sie gesehen werden. Und dass sie wirklich mit einem Mensch hier reden. Ne? Und es schafft uns immer eine ganz tolle Art und Weise, mit denen zu kommunizieren. Und dann kriegst du auch sehr, sehr viel mit und unterstützt sie auch besser, wenn du mit deinen Leuten eine Ebene geschaffen hast, wo ihr einfach mal offen und ehrlich miteinander kommunizieren könntet. Ne? Ja. Aber das Thema Nahbarkeit, das ist wirklich, öfters wird es als Schwäche gesehen, leider, in der Führungsebene. Und ich sage es immer wieder, wenn du sicher in deine Person etabliert bist, in deine Person, dann siehst du das Thema Nahbarkeit als Stärke und nicht als Schwäche. Und um das Thema wirklich irgendwie zu verankern, in meisten von meinen Kollegen oder halt bei meinen Sparringspartner, da spreche ich immer wieder über das Thema die 3 P's der Leadership.
Und die für mich sind, das Thema zu verstehen, was ist mein Purpose als Leader? Was ist mein Positioning, also die Positionierung? Wie möchte ich wahrgenommen werden in meiner Führung? Und einfach mal klar zu sein, welchen Path will ich ja folgen in der Leadership? Oder welchen Weg will ich einschlagen? Ne? Oder wie möchte ich ja führen? Also die drei Punkte finde ich echt immer wieder wichtig als Leader, sich einfach mal klar zu sein, welche Purpose, welche Positionierung oder Positioning und welchen Path ich gehen will. Weil letztendlich, es geht wirklich darum, Unternehmen, Bereiche, Menschen und Abteilungen miteinander einfach zu verbinden. Ne? Dieses abteilungsübergreifendes Denken in Unternehmen zu kultivieren, es geht darum, einfach das Leitbild zu verinnerlichen, die strategische Leitplanke einfach mal zu verstehen. Und wenn ich sie verstanden habe, dann werde ich niemals den Status quo vertrauen, weil das dürfen wir einfach niemals vertrauen. Ne? Immer offen für Veränderungen, offen zu hören, offen für Feedback, für Sachen, die uns einfach mal ermöglichen, besser zu werden. Ne? Und immer wieder auf die richtigen Dinge zu achten in der Führung und nicht einfach Zeit mit Papier und Co. zu verbringen. Susan, du bist ja weg. Hallo? Auch ich rede einfach mal weiter. Die Susan ist auf alle Fälle weg. Und zum Thema Qualität, es gilt ja auch für uns, immer wieder uns die Frage zu stellen, ne? Was bedeutet für mich als Führungskraft das Thema Qualität? Lebe ich das Thema vor? Bin ich ein Vorbild für mein Team? Und wie will ich, dass meine Mitarbeiter mich wahrnehmen hinsichtlich das Thema Qualität und Führung? Und, you know, just all of that, the whole packet. Du bist dran, Susan. Ich war kurz weg, aber du hast. Jetzt bin ich wieder da. Genau. Ja. Okay. Aber ich habe gehört, ich war weg, aber ich habe gehört, was du sagst. Also, ja, weg von Papier, weg von eben Nahbarkeit. Du erklärst es so gut. So gut. Und Leitbild und strategische Leitplanke. Also, Wahnsinn. Lern dich mal kurz zurück. Ich habe das zusammengefasst: Sichtbarkeit, Nahbarkeit, Menschlichkeit, die drei Ps. Und was die Leute jetzt sagen, ist, Kai sagt, Sichtbarkeit, Vorbild, Nahbarkeit als Leader, offene Kommunikation mit jedem Mitarbeiter sind wichtige Fähigkeiten für Leader. Mhm. Oh, danke für die Zusammenfassung. Toll. Machbarkeit. Okay. Ja. Stärke, nicht Schwäche. Ja. Total. Als Stärke, nicht Schwäche. Genau. Ja. Tanja sagt, erfordert hohes Bewusstsein, in meinem Sein. Oh, ja. Du hast auch gesagt, eben nicht als gegeben nehmen, sondern immer wieder wachsam sein, zuhören. Genau. Was hat sich geändert? Was nehmen wir jetzt mit? Ja. Wo sind die Chancen? Wo sind die Risiken? Ja, absolut. Ja. Das hat sie bereits gesagt, genau, Nahbarkeit. Ja, Kai sagt, Gefühle zeigen, ja, genau. Ja. Wahnsinn. Ja. Hi Michael, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Michael. Ja, Michael sagt, sichtbare Emotionen und persönliche Verletzlichkeit sind Stärken einer Führungskraft. Ja. Leader müssen auch hier Vorbilder sein, dürfen aber nicht auf einem Podest stehen. Wow. I couldn't agree more. Ja. Wow, Leute. Ich habe noch drei, dann können wir schließen. Das ist Wahnsinn. Euer Input sind wirklich wertvoll. Ja. Wir sind froh drüber. Michael sagt, Leadership sollte weniger mit Ausbildungen unterlegt werden, sondern mehr mit menschlicher Sozialkompetenz. Ganz genau. Emotional Intelligence. That's it. Ja. Die Stärke ist das, was alle als Schwäche beachten. Ja. I like it. Hat was. Gefällt mir. Wirklich. Okay. Danke, Florian. Das wird mein neuer Satz ab heute. Dankeschön. Ja, und Michelle ergänzt, deshalb sollte man doch mehr auf den Fokus Sozialkompetenz legen, vor allem bei Führungskräften. Ja. Ganz genau. Ja. Also Kai hat neulich auch gesagt in einem Post, glaube ich, bei Ellen, im Fachliche ist das eine, aber eben der Mensch, die soziale Kompetenz, emotional oder wie ist diese emotional Intelligence, ist viel wichtiger. EQ, das ist wichtig. Weil du kannst wirklich das komplette Fachwissen der Welt haben, aber wenn du deine Leute nicht für dich gewinnst, you're just as good as your team. Das gilt immer.
Sehr schön, sehr schön. You are just as good as your team, ja. Genauso wie wir mit Graziana festgestellt haben, du bist nur so gut wie das Team, beziehungsweise wie die Prozesskette. Ganz genau. Als Verkäufer. Das passt alle zusammen. Ja. Guck mal, wer jetzt da ist. Hi Bruno, schön, dass du da bist. Thank you. Genau. Und Florian freut sich. Hey, liebe Leute, wir sind jetzt schon am Ende. Das war wirklich spannend mit euch. Eure Ergänzungen, liebe Nathalie, wirklich wertvolle Input. Unglaublich, unglaublich. Wir haben Freitag. Hast du vielleicht noch eine letzte Botschaft an unsere Community? Also jeder, der in der Führungsposition ist, kann ich wirklich nur noch den Tipp geben, frag mal nach, ob die Mitarbeiter oder halt ob eure Leute wirklich wissen, was hinter euer Leitbild stehen. Und lasst euch mal überraschen, was für Antworten da rauskommen. Ne? Ja. Genau, ja, genau. Und das ist ganz einfach. Ich komme drauf zurück, ich habe etwas vergessen. Noch 2 Minuten, dann sind wir durch. Wie lange ist Nathalie schon in Deutschland? Das hat sie vorhin gesagt. Und es gibt was Tolles zu gewinnen, nämlich 1 Stunde mit dir, gell? Ganz genau. 1 Stunde mit mir, wo wir über das Thema Nahbarkeit sprechen und einfach mal die 3 Ps genau für dich anpassen. Hi, das lohnt sich. Das ist immer nur, dass ich nicht mitspiele. Es gibt immer was Cooles zu gewinnen. Wie lange ist Nathalie schon in Deutschland? Die erste Person gewinnt und die erste Person, wie ich sehe, ist Andreas. Hey, congratulations, 1 hour with me. That's amazing. Lidi hätte das gewusst, aber ich habe Andreas zuerst gesehen. Ja. Vielen, vielen Dank, Graziana. Vielen, vielen Dank euch allen. Das war Wahnsinn. Das war der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Ja, danke hey. Auch alle, die heute da waren. Thank you for being here. Ja. Liebe Nathalie, ich bin so froh, dass wir es geschafft haben und das war sicher nicht das letzte Mal. Das nächste Mal machen wir es auf Englisch. Come on, I'm not in German. Ja, wir zeigen alles. Und das allernächste Mal auf Swahili, genau. Aber da muss ich erst mal Swahili sprechen. Ja, vielen, vielen Dank. Okay, einen schönen Tag wünsche ich dir, schönes Wochenende und ciao. Ciao, jetzt bin ich wieder weg.